Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es ein Orakel Stuttgart gegen Bayern. Ich spiele mit Bayern München und der Julian spielt mit Stuttgart. Ja, hallo. So, mal schauen. Also ich tippe mal 2:1 für Bayern. Im Real Life jetzt oder hier in dem Spiel jetzt? Im Real Life. Ja, okay. Ich bin mir im Real Life nicht sicher, weil Stuttgart hat ja am 34. Spieltag gegen Bayern schon stark gespielt. Ob die das nochmal rausholen, glaube ich nicht. Sag mal 3:1 Bayern. Oh. Stark. Auch wenn ich hoffe, dass Dortmund dann wieder höher gewinnt. Hoffe ich auch. Ich hoffe, dass ich noch mal ein paar Punkte mache bei meinem Tipp-Ding hier, weil Gamer Joshua ist Erster. Was? Der sitzt da? Ja. Da muss ich mal ein paar Punkte machen. Der war nicht also, schlecht hier. Ich, ja. Verliere, ich hab jetzt schon eine Ausrede parat. Ich habe noch nie mit Stuttgart wirklich gespielt in FIFA. Ich auch nicht. Stimmt, er hat jetzt hier seinen Heimvorteil, weil er spielt ja, was weiß ich, wie oft spiele mit Bayern. Er spielt fast immer mit Bayern. Fast immer, ja. Was ist denn das, hier? Was ist denn das jetzt? Keine Ahnung. Und jetzt der macht hat einen Schwächeanfall. Ja, macht einfach ein paar Pozi-Bäume. Der wollte mal Neymar nachmachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie das Spiel ausgeht. Oh. Nein! Oh, der war aber schwach. Der war schwach. Ich versuche jetzt hier den VfB vom 34. Spieltag zu machen. Oh! Der Zieler, Alter. Zieler, der Ziel. Eckball. Boateng. Mal gespannt, ob der noch wechseln tut bis am Freitag. Na gut, heute ist ja, wenn ihr das seht, Samstag. Ist ja das Abendspiel hier von Samstag. So. Ich muss hier mal richtig reinhauen. Ja, hau mal einen rein hier. Nein! Klasse von Boateng, er hat den Ball. Ah, hier, Kimmich. Kimmich. Das sieht vielversprechend aus. Die Mitspieler wollen ihm helfen. James. Thiago. Also ich glaube nicht, dass Boateng schade. Oh, so stark war der nicht hier. Also ich glaube nicht, dass der noch wechselt. Ja, aber Bernat soll, glaube ich, wechseln. Da fehlt nur noch die Unterschrift. Bernat, wer braucht denn den? Ja, der war die erste Saison oder wann der da war, war richtig gut. Thiago. Der ist auch immer älter, der Typ. Der ist 25. Was? Ja. Ich spiele, als ob der 35 ist, Alter. Der Rudi ist ja jetzt weg nach Schalke. Da hat sich Kolle gefreut. Thiago. Ja, Kolle hat geweint, als er gehört hat, gegen wen sie in den DFB-Pokal müssen. Ja. Ich habe gesagt, Köln gewinnt 3:1 gegen Schalke im Pokal. Ah. Ich hoffe es zumindest, ne? Hm. Weil Köln ist auf einem guten Weg aktuell, ne? Ja. Vier Pflichtspiele, keins verloren bis jetzt. Die Bayern haben ja wieder einen Glückslos bekommen. Ja. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Aber man weiß ja. Die haben da bestimmt so einen speziellen Punkt, Alter, auf dem Bayern-Ding. Das zeigen die nur nie. Das verstecken die immer gut. Wahrscheinlich. Alles getürkt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt Ribéry. Gute Aktion. Nein, er kriegt ihn noch. Ich bin bis jetzt zufrieden. Mit. Und das ist der Ballverlust. Da kommt der drei Ligaspiele gewonnen. Drei Ligaspiele, keins verloren. DFB-Pokal nicht verloren. Ja, nicht schlecht von Köln. Vier Pflichtspiele, keine Niederlage, drei Siege, ein Unentschieden. Also ich glaube schon, dass sie direkt wieder aufsteigen. Wenn man als Kölner nur die letzte Saison kennt und diese Saison bis jetzt sieht, dann kann man... was geht ab? Nein!
Javi Martinez. Das kann aber auch passieren, dass Bayern gegen Stuttgart so ein dreckiges 1-0 wird. Ja, wahrscheinlich. Das sieht für Bayern immer stark aus mit ihrer Mannschaft, aber wie es am Feld dann ist. So, zweite Halbzeit. Ja, genau. Sind wir so, wenn ich gegen Stürmer spiele, Alter. Wir gewinnen meistens 0-1 für Unterschied, einer von uns beiden. Oder ich bin unentschieden. Ja gut, eben FC gegen HSV war eine Ausnahme, weil ja, mit HSV kann halt keiner spielen. Bei Gamescom habe ich ja gegen Ralle zweimal unentschieden gespielt. Ja, gegen Steffen 5-1 verloren. Oh. Ja. Ja, mit seinem scheiß Manchester City da, ey. Ich hab, glaube ich, auch einmal Manchester City geholt. Ja, ich habe in der 20. mit Ronaldo rot kassiert, Alter. Was erwarte ich denn dann noch vom Spielverlauf? Gute Aktion. Es war dumm, halt mit Ronaldo rot zu bekommen. Ui, das ist natürlich ganz dumm, ja. Aber ich muss sagen, was mir im FIFA 19 ist, das nicht gefällt, ist diese Einstellung sehr defensiv. Weil sehr defensiv stelle ich mir vor, dass meine Abwehrspieler hinten sind bei einem Angriff. Ich hatte 4 Abwehrspieler. Wie viele waren bei sehr defensiv hinten? Einer. Dann verstehe ich das auch nicht. Wo ist denn das sehr defensiv, EA? Oh nein! Sondern gerne auch Vorbereiter. Ja, kann den Ball auch auf engem Raum behaupten und ja, wirklich dann perfekt für seine Mitspieler aufnehmen. Lauf, lauf, lauf! Flank, Flank! Oh! Jawoll! Boah, Peng! Was? Retten. Und dann kommt so eine schlechte Flanke von dem, ne? Kimmich! Ah! Nein! Schuss! Oh, oh, da hat er Glück. Da schmeißt er sich mit dem Arsch in den Ball, Alter. Das wäre es hier vielleicht das 1-1 geworden. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Und jetzt hat er einen Konter. Und jetzt hat er einen Konter. Und jetzt ist er drin. Bam! 2-0. Ich sag dazu gar nichts mehr. Robben! Oh, warum ist der Kapitän bei mir? Egal. Ist ja auch ein guter Führungsspieler. Er macht hier Trinkpause. Ja, das Einzige, was ich sagen kann, ist Servus, Basti. Ja, das war echt cool gestern. Den trifft er nicht richtig, daher er hat ein cooles Tor geschossen, das muss ich ihm lassen. Ja. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Aber da hat man mal echt gesehen, wie kacke Chicago ist eigentlich. Rodriguez. Ja, aber die spielen ja nicht so wie wir in der Bundesliga so oft und ja. Ja, als ich das gehört habe, das nächste Spiel irgendwann Mitte September, ich denke so, hä? Was darf denn für ein Schwachsinn? Wir haben ja gefühlt nur alle 3 Wochen ein Spiel. Das macht er gut. Nun Arjen Robben. Und Thiago. Oh, das war nix. Nein! Und Jerome Boateng, da passt er auf. Jetzt vielleicht über Ribéry. Rodriguez. Oh. Gutes Take. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Das gibt ja nicht. Oh, ein Clickbait-Titel, Alter, für Köln gegen HSV. Kimmich. Und Thiago. Keine Ahnung. Muss ich Dennis fragen. Soll er mal Dave fragen, Alter. Jetzt wird's gefährlich. Oh nein! Oh. Nein! Och, Miller ist kein guter Tripler hier. Solche Spiele wie HSV gegen Köln oder Darmstadt gegen Köln oder Ingolstadt gegen Köln, die kannst du zumindest noch orakeln, Alter, weil Ingolstadt-Köln war 16-17er Serie und Köln-HSV findest du in jeder Serie, fast jeder Serie. Nein! Jetzt wird's nochmal spannend, Alter, jetzt wird's nochmal spannend. Das ist auch das, was ich getippt habe, wahrscheinlich. Jetzt wird's nochmal spannend, Alter. Nein. UP kommt nochmal ran hier.
88. 1-1. 89. 1-1, habe ich schon 2-1. Jetzt muss ich auf den letzten Konter hoffen. Das ist hier auf einen totalen Angriff. Auf einen letzten Konter muss ich jetzt hier hoffen. Oh, jetzt hat er Platz, jetzt hat er Platz. Aber er hat keine Ausdauer mehr. Er hat sowas von keine Ausdauer mehr. Bei dem wird nicht mal mein Balken gerade angezeigt, Alter. So, 1-2 ist es ausgegangen, so wie ich es auch tippen werde. No way, Alter. Ja, wenn ihr noch mehr solche Orakel sehen wollt mit OP, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Ich bedanke mich für dieses Spiel. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.